Willkommen zurück zu Gran Turismo 5 Community Rennen von und mit Toftu, das bin ich. Ja, wir fahren heute meine eigene Strecke. 3 Minuten 19 habe ich gebraucht in der Quali-Runde und das Ganze wird über 5 Runden gehen. Ihr werdet die ganze Folge also nichts anderes sehen als Rallye. In nicht Rallye-Wagen, sondern in Standardwagen. Lang, da fahren wir jetzt mal voll rein so und ich mal wieder mein Kabel irgendwie bewegt, sodass ich nichts höre, dieses alte Problem. Und los geht es gleich. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich starte. Ich denke mal irgendwo weit vorne, weil ich wenigstens eine Runde beendet habe in der Quali. Ja, es geht. So, ich bin ganz gut weggekommen. Hier geht's in die erste Kurve und jetzt kommt der Grund, warum ich die Strecke extra breit gemacht habe am Anfang. Alle werden ineinander reinfahren, das bleibt nicht aus, aber je breiter, desto mehr Platz hat jeder. Und da fliegen schon die ganzen Stücke auf uns zu und spätestens hier. Spätestens hier wird die Bitrate der HDPVR2 nicht mehr reichen. Mit den ganzen kleinen Sachen, die hochfliegen und so, das reicht einfach nicht. Daniel D14 fährt also vorne weg. Ich werde verfolgt von Dalabast. Und bei so langen Rennen handhabe ich das ja dann immer so. Moment, Kurve kriegen, richtig. Handhabe ich das ja dann immer so, dass ich das so lange fahre, bis ich irgendwie so weit hinten bin, dass ich keinen Konkurrenten habe oder so. Dann steige ich lieber aus dem Rennen aus und zeig euch, ja. Also wenn dann irgendwo ein Kampf ist, wo irgendwer gegen irgendwen anderen fightet, ist das sicherlich interessanter, als bei mir zuzugucken. Aber momentan bin ich ja echt gut dabei. Übrigens ist ja heute, wenn ich richtig gerechnet habe, Donnerstag. Das heißt, heute ist der erste Tag, an dem ich wahrscheinlich auf der Gamescom war. Und an der Stelle möchte ich nochmal einen kleinen Hinweis geben. Ich hatte ja gefragt, ob ich das Q&A, also die Beantwortung eurer Fragen, die ihr mir gestellt habt, ob ich das mit der Gamescom irgendwie verknüpfen soll. Und zack, wieder voll reingefahren. Da hatte ich mir gedacht, ich mache das Ganze an einem Samstag, nämlich Samstagabend, irgendwie 8 Uhr oder so. Wahrscheinlich habe ich schon ein extra Video gemacht, wo ich das ankündige. Guckt einfach mal auf dem Kanal, da findet ihr es sicherlich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und das mache ich dann als Hangout, also mit Live-Feedback. Ihr könnt mir dann irgendwelche Kommentare schreiben und ich beantworte auch die. Oder ihr fragt irgendwas zur Gamescom, denn dann war ich ja schon 2 Tage auf der Gamescom, wenn das Ding kommt. Nein! Aber hinter mir genau das gleiche Problem, alle Brettern rein. In die Bande und keiner holt auf den Daniel auf. So, das war jetzt also die erste Runde in 3 Minuten und, mein Gott, da vorne ist erst die Linie und 21 Sekunden. Der Daniel da vorne oder der Daniel, ich weiß nicht, was ist besser. Daniel, Daniel. Oha, das war scheiße. Das gibt auf die Fresse. Das gibt auf die Fresse. Nein. Ah, hinter mir die beiden auch wieder voll rein. Ich bleib bei Daniel, ich glaube Daniel ist cooler. Fährt da vorne weg und ich komme nicht hinterher.
So, noch eine Rechtskurve. Ich muss ab und zu mal oben auf die Karte gucken, dann fahre ich auch vorausschauender. Linkskurve im dritten. Na, Dallabas, das war aber grenzwertig. Nicht, weil du mich berührt hast, das ging ja noch, aber den Kahn oder so wegzuballern. Vielleicht verbremst, weiß man ja nicht. 2 Sekunden verloren. Jetzt sehe ich nicht mal mehr was. Außer Staub. Sekunden, wir haben aufgeholt. Ja, ich weiß, es ist nicht sonderlich spannend, die Folge, weil ich nicht viel rede, aber was soll ich da groß reden? Ich muss Daniel einholen. Scharfe Rechtskurve. Anderthalb Sekunden Rückstand. Bitch. Boah, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Neue Folgen Breaking Bad gucken. Also zum Aufnahmezeitpunkt ist ja Sonntag, ne? Community-Rennen finden ja immer Sonntag statt, falls ihr noch nicht teilgenommen habt. Und sonntagsabends wird immer in Amerika die neue Folge ausgestrahlt. Das wäre jetzt Folge 2. Und ja, freue ich mich halt mega drauf, jetzt die zweite Folge zu gucken. Kann ich dann wahrscheinlich morgen oder so runterladen? Ja, ich lade mir die runter. Warum? Ich habe keine andere Möglichkeit, irgendwie darauf zuzugreifen. Ich habe jetzt gesehen, WatchEver bietet die wohl auch an. Ich hatte WatchEver mal. Ich hätte auch monatlich für WatchEver bezahlt. Aber die Auswahl ist halt einfach meh. Dann haben sie halt einige Serien, aber die haben sie nicht ganz und ja. Weißt du, wenn dann gerade sowas kommt wie bei How I Met Your Mother, ich denke mal, das hat ja jeder mitgekriegt, dann kam dann die Folge, das Ende der letzten Staffel jetzt, also der vorletzten insgesamt. Und dann wird dann die Mutter angeteasert. So, das hatte ich dann auch mir halt direkt angeguckt, einen Tag später im Stream. Und ja, dann postet die Facebook-Seite einfach mal so fröhlich, hey, was denkt ihr? Ist sie eine gute Wahl oder so? Ja, und die Facebook-Seite haben natürlich nicht nur amerikanische Leute geliked, sodass dann auch Leute das sehen, die halt irgendwie in Deutschland sind und noch keine Ahnung haben, die noch nicht mal den Anfang dieser Staffel gesehen haben. Und die dann halt voll gespoilert werden. Und ich habe halt Angst, dass mir sowas passiert. Gerade bei Breaking Bad kann dann sowas ja sehr schnell in Meme oder so ausarten und dann wirst du übelst gespoilert. Und deswegen würde ich auch nie im Leben warten, bis das im Oktober, glaube ich, in Deutschland auf Deutsch rauskommt. Ich weiß, AXN überträgt das immer 1 oder 2 Tage später direkt auf Deutsch, direkt auf Englisch im deutschen Fernsehen. Problem ist, obwohl wir Sky haben, wir haben Sky über Kabel, kriege ich kein AXN. Tja. Warum, weiß ich nicht. Wäre eigentlich im Paket mit drin, aber Unity Media ist halt gay oder so. Oder Sky und Unity Media sind scheiße. Naja, wenn wir bald Satellite haben, dann erübrigt sich das. Wobei es erübrigt sich eh bald. Es ist ja schließlich die letzte Staffel Breaking Bad. Und ich mag, dass wieder immer gespielt wird mit den Charakteren. Du denkst halt einerseits so, ja, komm, der ist doch voll im Recht, ne? Und der macht doch nur die richtigen Dinge. Und im anderen Moment denkst du dann so, was ist das eigentlich für ein Spasti? Was ist das für ein Arschloch? Ich kann jetzt ja nicht viel erzählen aus der Folge. Ich weiß ja nicht, ob ich jemanden spoilern würde. Komm rum.
Also es ist echt krass, wie viele Änderungen dann stattfinden in der einen Folge. Immer so hin und her und ah. Toll. Jetzt mal zurück zum Rennen. Was hier natürlich sehr interessant ist, ist der Abstand zwischen Daniel und mir. Ich kann ja den Abstand nach hinten leider nicht sehen. Ich würde mir wünschen, dass sowas im nächsten Teil in Gran Turismo 6 dann eingebaut wird. Aber dieser Abstand, der verhält sich immer relativ variabel. Manchmal sind es 3, manchmal 5, manchmal 1,5 Sekunden. Je nachdem, ob er mal eine Kurve trifft oder ob ich eine Kurve treffe. Jetzt habe ich Tritt gesagt, weil da ist der Lobby beigetreten, steht links unten. Dann merkt ihr mal, wie manipulativ so eine Textnachricht aufs Hirn wirken kann. Oh, da vorne muss jemand überrundet werden. Das ist meine Möglichkeit. Am besten ist, ich erwische ihn auf irgendeiner geraden Passage und kann dann direkt vorbeiziehen. Drei Sekunden Rückstand. Hier kann ich wunderbar vorbeiziehen, er geht auf dem Gas. Vielen Dank, Gary. Mann, ich komme irgendwie nicht richtig in die Kurve rein. Also ich würde gerne einen Drift provozieren. Aber irgendwie ist das Ding halt nur am Untersteuern. Klack, wieder voll reingebrettert. Carnotaurus holt von hinten, glaube ich, auch auf. Da muss ich ein bisschen aufpassen. 4 Sekunden Rückstand. Und krass, wie er aufholt. Krass. Der holt nicht nur auf, der geht an mir vorbei. Oh, fuck. Fuck, 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 jetzt ist er vorbei. Die Kurve war scheiße. Huch, was da passiert? Ist er raus? Scheint so. Was war da denn los? Bitte einmal in die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren. Du hättest ja locker den zweiten geschafft. Locker. Muss los, ah, okay. Ja dann, danke dafür, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du mir den zweiten Platz hier schenkst, das werde ich dir nie vergessen. Es geht in die letzte Runde. Rückstand auf Daniel sind zu 5,5 Sekunden, würde ich schätzen. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht sogar noch mehr. 7 Sekunden, alter Falter. Da hat er aber ordentlich Gas gegeben. War auch meine bisher schwächste Runde. 4 Sekunden langsamer als davor, 3 Sekunden langsamer als die zweite Runde. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll, um da noch was rauszuholen. Oh, fuck. Ja, das war's dann wohl auch mit dem Rausholen. Ich kann auch nicht noch mehr auf Heck gehen, also mache ich mal 50-50. Vielleicht bringt mir das was. Aber dadurch werde ich auf keinen Fall mehr driften können. Und ich will eigentlich mehr driften. Komm her.
10 Sekunden. Toyota WD holt auf, der ist jetzt auf dem dritten. Sehe ich gerade, als ich nach hinten gucke. Oh, ich brauche ein bisschen aufgeholt, vielleicht einfach, weil ich so schlecht gebremst habe. Alter, wieder aufholt. Scheiße! Ich darf den nicht vorbeilassen. Ich muss irgendwie besser werden. Ist ja nicht mehr lang, eine halbe Minute noch. Die Runde war erstaunlich stark. Krasser Scheiß, da sind wir im Ziel. Puh. So, erstmal strecken. Denn ich musste mich hier sehr, sehr stark konzentrieren. Keine Angst, wir werden als nächstes natürlich wieder was Normales fahren. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier sage, denn ihr wisst es ja schon, wenn diese Folge erscheint. Und die nächste Folge erscheint dann natürlich morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns.